Neben besinnlichen Klängen vom Weihnachtsmarkt gab es gestern Nachmittag auch Martinshorn und Blaulicht in der Zwickauer City. Ziel der Einsatzkräfte war ein Hochhaus in der Nikolaistraße. Wir sind in der Nikolaistraße in Zwickau zum Einsatz gekommen, in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Hochhauses mit 11 Geschossen. Da hat es gebrannt. Wir haben hier vor Ort einen Rauch aus der Wohnung wahrgenommen, sowohl aus dem Balkon als auch aus der Wohnung ins Treppenhaus. Wir sind dann vorgegangen in die Wohnung hinein, um den Brand zu löschen. Der Bewohner war schon vorher, ist aus der Wohnung heraus geflüchtet und somit gab es keine Verletzten bei dem Einsatz. Wir waren mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr mit 6 Fahrzeugen hier vor Ort, weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Zwickau Mitte mit 2 Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Auerbach mit 1 Fahrzeug, die Feuerwehr Oberhundorf mit 1 Fahrzeug. Irgendwelche Probleme bei der Brandbekämpfung beim Vorrücken? Das war ein Kleinbrand, den wir ganz schnell auch löschen konnten. Bei Brand entsteht natürlich immer viel Rauch, der dann sowohl aus den Fenstern ausgetreten ist, als auch aus der Wohnungstür ins Treppenhaus. Dort hatten wir das Problem, dass Bewohner in dem Haus versucht haben, durch das Treppenhaus zu flüchten, was in so einem Fall dann nicht die richtige Variante ist, sondern in so einem Fall sollte man auf die Feuerwehr, auf die Aufforderungen hören und in der Wohnung bleiben, weil wenn man durch den Brandrauch flüchten will, kommt man eher zu Schaden, als wenn man in der Wohnung bleibt, wo man relativ sicher ist. Wir lüften den Bereich des Treppenhauses, dass dann irgendwann der Rauch komplett aus dem Treppenhaus wieder raus ist und dann kann man auch wieder die Wohnungen verlassen oder in die Wohnungen gehen. Das Lüften geschah mit großen Ventilatoren, die die Kameraden unter den Augen zahlreicher Schaulustiger am Hauseingang und im Treppenhaus platzierten. Wie die Polizei im Nachgang ermitteln konnte, war das Feuer beim Frittieren von Pommes entstanden. Die 26-jährige Köchin und ihre beiden Kinder konnten sich unverletzt zu Nachbarn retten. 3 weitere Hausbewohner kamen jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. In diesem Fall war es das Frittieren von Pommes, was die Feuerwehr auf den Plan rief. Es gibt aber noch andere Brandquellen, die man gerade in der Adventszeit im Auge haben sollte. Richtiges Verhalten erleichtert dann oftmals die Arbeit der Feuerwehr. In der Adventszeit natürlich, wenn man mit offenem Feuer, also Adventskranz oder anderweitig Kerzen hat oder auch Räucherkerzchen, dass man die nie unbeaufsichtigt stehen lässt, dass da nie irgendwas passieren kann, dass man auch bei Kindern sieht, dass nichts umfallen kann. Und sollte es dann trotzdem zu einem Brand kommen, die Brandwohnung schnellstmöglich verlassen, die Wohnungstür hinter einem dann schließen, dass kein Rauch in das Treppenhaus geraten kann, dass wir dann das Treppenhaus relativ rauchfrei haben, um dass andere Bewohner natürlich auch noch durch das Treppenhaus dann flüchten können. Ansonsten, wenn es dazu gekommen ist, dass Rauch im Treppenhaus ist, weil eben Rauch aus der Wohnung oder aus einem Keller ausgetreten ist, wenn es dort gebrannt hat, dann nicht mehr in das Treppenhaus gehen, sondern in der Wohnung bleiben und sich am Fenster, am Balkon bemerkbar machen und auf die Aufforderungen der Feuerwehr dann hören. In der Nikolaistraße funktionierte die Evakuierung gestern reibungslos. Danach konnte auch die Sperrung der Straße wieder aufgehoben werden. Die betroffene Wohnung ist aufgrund der entstandenen Verrußungen vorerst nicht mehr nutzbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.